Jeder, der bereit ist, in irgendeiner Weise sich auch einer Therapie zu öffnen, hat doch, kommt doch heute von der Strafe schon los nach dem Betäubungsmittelgesetz. Darum geht es doch nicht. Sondern es geht doch, da wo wir kontrovers sind, ist doch die Frage, ob weiche Drogen freigegeben werden sollen, um sozusagen schon in dem Bereich die Kriminalität, sage ich mal, zu senken. Über Methadonprogramme streiten wir hier, glaube ich, nicht. Das ist herrlich, dass Sie gleich darüber springen, ob weiche Drogen freigegeben werden. Naja, das ist doch die Konfrontation. Sie wollen ja nicht darüber diskutieren, dass diese einzige Therapieform, die wirklich Menschen von ihrer Sucht, darum geht es allerdings, meine liebe Mutter, darum geht es allerdings, dass Süchtigen wirklich geholfen wird, dass sie für immer von Heroin runterkommen. Und das wird ja überhaupt nicht versucht. Ich schreie sie so lange an, wie ich will. Allerdings! Ja, jetzt pass auf. Ich gehe sofort nach Hause zu meinen Kindern, weil ich habe die Schnauze voll von ihrer Lügerei, von ihrer Heuchelei. Die einzige Möglichkeit, Heroinsüchtigen wirklich zu helfen, ist eine Methode, die kostet so viel Geld, dass kein Staat und kein deutscher Staat dieses Geld aufbringt. Und deswegen wollen Sie gleich überleiten auf, lassen wir doch weiche Drogen und die diskutieren bei der Fall. Keiner will hier diskutieren über die Methode, die so viel Geld kostet. Okay. Denn alle anderen Therapiemöglichkeiten, die Junkies, die fallen sofort in ihren alten Heroingebrauch zurück. Wie hast du bereits gesagt, in 2 Monaten. Es ist so eine Scheiße am Kochen mit der ganzen Kacke. Jetzt wollen wir mal. Wir wollen, nee, halt! Ich komme in 5 Minuten wieder. Ja? Machen Sie mal hier, Frau Hagen, ich bin's wirklich, in 5 Minuten kommen Sie.